Die Dillinger Hütte. Eine Stadt in der Stadt. Hier schaffen mehr als 5000 Menschen. Mein Name ist Alexander Benecke und ich arbeite hier als Hochöfner oder Schmelzer. Mein Name ist Frank Koch. Ich bin der stellvertretende Wehrführer der Werkfeuerwehr der Dillinger Hütte. Mein Name ist Günter Kasper und ich bin hier Kranfahrer. Mein Name ist Anna Barth und ich bin Metallografin. Mein Name ist Fabian Hector und ich bin Lokrangierführer. Mein Name ist Bernd Burg und ich bin Waldwerker. Auf der Hit von Schaffern und Malochern. Und Sie sind direkt dabei. Der Dillinger Hafen, so etwas wie die Nabelschnur der Hütte. Von hier aus wird sie mit Nahrung versorgt. Kohle aus Australien, Russland oder aus Nordamerika kommt per Schubschiff aus Rotterdam oder Antwerpen. Dazu Eisenerz oder Kalk. Die wenige Quadratmeter große Glaskanzel ist der Arbeitsplatz von Günter Kasper seit Jahrzehnten. Die Kaspers gehören zum alten Hüttenadel. Nein, es ist eigentlich schon eine Kranführer-Dynastie. Mein Opa war auf der Hütte, mein Vater war auf der Hütte, mein Bruder war auf der Hütte. Ich bin auf der Hütte und mein Sohn ist auf der Hütte. Und alle im selben Bereich. Alles Kranfahrer. Jeder Kran ist anders. Der Kran hier ist an für sich kein Kran, das ist eine Maschine. Besonderheiten von dem ist, hat 520 Tonnen, hat 51 Bechern. Und man macht in der Schicht mit so einer Maschine macht man zwischen 2 und 3 Schiffe leer, je nachdem. Tonnagemäßig so zwischen 4 und 4.500 Tonnen. Scheinbar mühelos steuert Kasper mit 2 Joysticks seine Maschine. Gerade ist es Kohle aus den USA. Über ein kilometerlanges Förderband gelangt sie ins Rohstofflager. Die Hütte hat immer Hunger. Ohne Unterbrechung läuft der Nachschub. Mit dem Gerät hier kann man sämtliches Schüttgut leer machen. Koks kann man leer machen. Theoretisch könnte man auch Kies leer machen. Was machst du am liebsten? Am liebsten? Vom Material her ist Kohle an versichert beste Material gegenüber vom Erz, kommt drauf an, welches Erz es ist. Manches Erz ist schwer, manches Erz ist nass und schwer. Das ist so rotbraun, so wie Lehm dann, und dann springen die Bechern. Wie so Pferdchen macht das, das galoppiert richtig. Und dann ist die Kabine oben richtig erschüttelt. Der Arbeitsplatz von Fabian Hector ist die Schiene. Der 28-Jährige ist Eisenbahner im Betriebsdienst und arbeitet als Rangierlokführer. Ich tue Lokfahren mit einer Fernbedienung. Nicht so klassisch wie die Lokführer, wo dann auf der Lok sitzen und fahren, sondern ich bin immer da, wo man mich braucht. Die Lokführer werden an vielen Orten gebraucht. Stolze 73 Kilometer misst das Schienennetz der Hütte. Das entspricht der Entfernung Saarbrücken-Trier. Züge rangieren, Wagen an- und abkoppeln und den ganzen Tag auf Schiene. Fabian ist sehr zufrieden mit seinem Beruf. Ja, den wollte ich schon immer machen. Es war mein Traumberuf. Früher die Modelleisenbahn. Heute dann mit der echten großen Lok. Außerdem lässt sich in einer Stahlhütte auch noch ein Zug der Superlative beobachten. Ein 5000 Tonnen Ungetüm. Ja, da kommt jetzt unser Erzzug, der schwerste Zug dann von Deutschland. Der zieht jetzt raus und drückt dann sehr wahrscheinlich zurück auf den Erzbunker zum Entladen der Waggons. Bei der Dillinger Hütte zu arbeiten, macht den Rangierlokführer aus Saarlouis stolz. Also, dass wir halt den weltbesten Stahl liefern, darauf kann man stolz sein. Und je nachdem, wenn man dann in Urlaub fährt und weiß, da steckt Hüttenstahl mit drin, ist dann schon was Besonderes. Dank seiner Fernbedienung kann Fabian seine Lok von überall steuern. Im
Gegenzug verlangt das Gerät von ihm Aufmerksamkeit. Spätestens alle 30 Sekunden muss ich die Wachsamkeitstaste betätigen, dass ich noch da bin. Ansonsten kriege ich eine Zwangsbremsung. Ja, die überwacht mich halt. Oder die Lok. Wenn du abends zu Hause bist, merkst du manchmal, dass der Finger zuckt, weil du so dran gewöhnt bist, alle paar Sekunden so einen Knopf zu drücken? Nee. Das merke ich nicht. Also, sobald ich das Tor rausgehe, Seite vergessen. Eine der hintersten Ecken des Hüttenareals. Zwischen Schlackenberg und Gleisen, dichter Wald. Das Revier von Frank Koch. Überläufer. Was ist ein Überläufer? Ein Überläufer ist ein Frischling aus dem vergangenen Jahr. Und der ruft jetzt an? Der ruft jetzt an, ja. Frank Koch ist Jäger im 300 Hektar großen Hüttenwald. Er kennt seine Pappenheimer. Hier geht eine große, starke Bache. Die hat 5 Frischlinge dabei und noch einige Überläufer. Die werden aber hier oben den Bereich wohl nicht bejagen. Erst warten wir mal ab, bis die Frischlinge ihre Größe erreicht haben, dass es sich auch rentiert, dass der Koch im Casino noch was davon hat. Und so lange haben sie hier ihre Ruhe. Außer Wildschweinen gibt es im Hüttenrevier noch Füchse, Rehe, Hasen und Fasane. Aber vor allem keine Jogger, keine Mountainbiker und keine Wanderer wie in anderen Revieren. Das gefällt dem passionierten Jäger Koch ungemein. Das mit den Wildschweinen im Hüttencasino, das war ein Witz, oder stimmt das? Nein, die Wildschweine liefern wir im Hüttencasino ab. Unser Koch, der Toni Hönner, verwirkt die, ist ein leidenschaftlicher Koch und macht wunderschöne Gerichte raus. Frauen sind auf der Hütte in der Minderheit. Anna Barth ist eine von rund 300. Andererseits ist die Nordsaarländerin aber dann doch wieder typisch für die Hütte. Mein Vater arbeitet auf der Dillinger Hütte, mein Opa nicht, aber Brüder von meinem Opa waren hier. Und das heißt, ich bin also die dritte Generation. Ich finde es toll, weil das sagt auch was über das Unternehmen aus. Die Generationen sind hier versorgt worden, man fühlt sich irgendwo sicher. Man weiß, früher, sie haben hier schon gearbeitet und das war stabil. Und inzwischen kann man sagen, ja, dann bin ich gut dort aufgehoben. Anna Barth ist seit 2008 bei der Hütte. Als Metallografin kontrolliert sie die Qualität des Stahls. Vorbereitet werden die Proben von einer Maschine mit einem etwas ungewöhnlichen Spitznamen. Küchenzeile. Jetzt ist die Küchenzeile. Eigentlich sehr naheliegend. Sieht aus wie eine Einbauküche. Nur, dass diese Einbauküche den ganzen Tag lang Stahlblöcke schleift. Ja, das ist, würde ich sagen, sehr, sehr modern. Das ist, glaube ich, eines der neuesten Modelle. Es ist halt wunderschön zuzugucken, wie sie gleichzeitig an zwei Stellen arbeiten kann, was sonst eigentlich gar nicht geht. Ganz ohne Handarbeit geht es dann aber doch nicht. Bevor der Stahl untersucht werden kann, muss die Oberfläche mit Salpetersäure verätzt werden. Durch die unterschiedlichen Bestandteile, die der Stahl hat, wird unterschiedlich von der Säure angegriffen und so kann man verschiedene Farben und Strukturen sehen. Nur nicht mit bloßem Auge. Die Endkontrolle unter dem Mikroskop ist für die Hütte sehr wichtig. Wir sind für die Qualitätssicherung zuständig. Ja. Kein Produkt geht raus, ohne dass es komplett abgeprüft wurde. Dass sie beruflich eher im Bereich der Naturwissenschaften landen würde, zeichnete sich bei Anna schon ziemlich früh ab. Das lag daran, dass wir als Mädchen in der Schule schon die Fächer Mathe, Physik und Chemie gelegen haben. Und dann lag die Entwicklung, dass ich was in diese Richtung mache, lag sehr nah. Und selbst die Untersuchung von Stahl kann die Kreativität anregen. Man sieht weiße Körner, das ist der sogenannte Ferrit. Und braune Körner, das ist der sogenannte Perlit. Und dabei handelt es sich um eine 500-fache Vergrößerung. Mit Fantasie kann man manchmal ganz lustige Sachen sehen. Es gibt in Fachzeitschriften gibt es auch immer Bild des Monats, Kaninchen auf Fahrrad oder so. Also es kommt schon mal vor, dass man was Cooles findet, aber so richtig tolle Sachen sind selten. Hebst du dir die auf, wenn du mal was richtig Cooles findest? Aber sicher. Ach, hast du da was? Mal gucken. Das muss man gucken, wo die alle sind, die Sachen. Das ist zum Beispiel, also das ist jetzt ein Dino, so ein stehender Dino. Also solche Sachen gibt es häufiger. Ich würde sagen, ein Fuchs oder sowas. Hier ist der Kopf, das sind die Beine und das ist der Schwanz.
Die Metallographin mag Stahl, auch weil er so wichtig ist. Ohne Stahl geht nichts. Überall ist Stahl mit drin. Das ist Funktionswerkstoff und Konstruktionswerkstoff. Überall ist Stahl. Ohne Stahl sind wir aufgeschmissen. Die Hochöfen sind das Herz der Hütte. Zwei 90 Meter hohe Kolosse sind derzeit auf der Dillinger Hütte in Betrieb. Ein dritter wird als Reserve vorgehalten. Die Schmelzer haben den heißesten Job im Werk. Funkensprühend, laut zischend und atemberaubend schießt das Roheisen aus dem Hochofen. Ein fordernder, aber interessanter Beruf für Alexander Benecke. Zur Schicht geht er nur in Spezialkleidung. Das ist ein sogenannter Silbermantel und der dient zum Schutze vor Verbrennungen bzw. hält die Hitze ab. Ja, wir arbeiten schon mit schmelzflüssigem Material bei Temperaturen bis zu ca. 1500 Grad. Ein Job der Extreme. Im Winter ist es in der offenen, zugigen Halle bitterkalt. Im Sommer steht die Hitze. Bis zu 60 Grad wird es warm. Das hält man nur ein paar Minuten aus. Das kann schon ungemütlich werden. Ja, wenn der Abschicht zu Ende ist, dann arbeiten wir immer in Etappen. Das heißt, einer arbeitet vorne und dann wird er immer abgelöst von einem Kollegen. Ja, das kann nur zwischen 15 Minuten und auch mal eine Stunde, zwei dauern entsprechend. . 2007 hat Benecke als Ferienaushilfe angefangen. Die Arbeit hat ihm so gut gefallen, dass er sich für eine Umschulung entschieden hat. Seit 6 Jahren malocht er nun am Hochofen. Zu den Aufgaben der Schmelzer gehört das regelmäßige Ziehen von Roheisenproben. Diese müssen genau dokumentiert werden. Wie beim Kochen muss man auch bei der Eisenproduktion immer wieder abschmecken und kontrollieren. Die wird jetzt gleich im Oberschmelzer gezeigt und dann kann der durch die Probe Rückschlüsse über den Wärmehaushalt des Roheisens gewinnen. Er macht das per Sichtkontrolle. Und zwar kann er anhand des Kohlenstoffgehaltes der Probe kann er schon Rückschlüsse darüber gewinnen, wie sich die Temperatur entwickeln wird und dann auch entsprechend reagieren. Benecke war zunächst Bürokaufmann auf der Hütte. Aber dann zog es ihn vom Schreibtisch an den Hochofen. Das ist ein körperlich sehr harter Job, der einen auch fordert. Aber ich denke, das, was mich am meisten fasziniert, ist die Zusammenarbeit mit den Kollegen, die Kameradschaft. Man muss sich gegenseitig helfen. Füreinander da sein, aufeinander aufpassen. Und außerdem finde ich Stahl oder Roheisen, im Prinzip Stahl ist ein sehr interessantes Produkt, mit dem sich auch tolle Erzeugnisse fertigen lassen. Trotz aller Begeisterung, auch hier herrscht Unsicherheit. Wie lange wird im Saarland wohl noch Eisen geschmolzen? Wie lange wird Stahl gekocht? Das beschäftigt Benecke. Man macht sich natürlich schon so seine Gedanken, weil die Produktionsrate ist gut, aber man hört ja von diesen Importstellen, ja, also spurlos geht das nicht an einem vorbei. Das muss man ehrlich sagen, ja. Der Hochofen ist auch das nächste Ziel von Lokführer Fabian. Heute gibt es bei der Einfahrt etwas Stau. Kein Wunder, bei 18 Loks auf dem Gelände. Ja, letztendlich sind es ja eigentlich immer nur 2 Züge am Hochofen. Und dann passt das immer. 3 Loks sind jetzt schon etwas eng vom Platz auch her. Direkt unter dem Hochofen wird das flüssige Roheisen in spezielle Eisenbahnwaggons abgefüllt. Das sind Torpedo-Pfannenwagen, Leergewicht 280 Tonnen. Und dasselbe passt wieder an Flüssigeisen rein. Wie auf der Hütte nennen sie Jumbos, weil sie so groß sind wie ein Jumbo. Damit sie nicht auskühlen, dürfen die Jumbos nicht lange leer rumstehen. Wir haben ja noch eine Restwärme. Das macht letztendlich unser Vorarbeiter oder die Person vom Hochofen. Die tun das koordinieren, dass der spätestens nach 1000 Minuten immer wieder gefüllt wird. Einfahrt RE10, runter in den Ofen 4.
Mit flüssigem Roheisen gefüllt, strahlen die Jumbos eine enorme Hitze ab. Im Sommer ein Fluch, sind die Torpedos im Winter ein Segen. Denn dann kann der Job an der Fernbedienung ganz schön eisig sein. Das stimmt. Besonders hart ist es, wenn man in den Hafen fährt, auch gedrückt. Und wenn es dann minus 10 Grad ist oder noch kälter und man kommt unten an, dann ist man ein Eisklotz. Die Torpedos bringen das Roheisen in die Umfüllstation am Stahlwerk. Da wird halt das Eisen umgefüllt in Pfannen und wird dann weiterverarbeitet zu Stahl. Für Fabian geht es direkt weiter. Am Hochofen warten schon die nächsten Torpedos auf den Lokführer. Zurück zu Frank Koch, dem Jäger. Jetzt in seiner Hauptfunktion als Feuerwehrmann. Hier stehen wir vor unserem Hauptalarmrechner der Dillinger Hütte. Das ist mein Baby. Hier fing alles an mit der Elektrotechnik bei der Feuerwehr. Der Großvater hat gesagt, du gehst auf die Dillinger Hütte, bist du gut aufgehoben. Das war 1975. Frank Koch ist mittlerweile Chef von 30 Feuerwehrmännern. Wenn es brennt, kann auf 140 aufgestockt werden. Die Kameradschaft bei uns in der Feuerwehr, die ist ja eigentlich enorm. Ohne die Kameradschaft geht eigentlich gar nichts. Man muss mit dem Kollegen vertrauensvoll umgehen, man geht zusammen in den Einsatz. Man muss sich auf ihn verlassen können und das ist was Schönes, wenn man auch anschließend Revue passieren lässt. Ja. Wenn der Einsatz gut gelaufen ist, wenn man geholfen hat, ein schönes Gefühl. Die Schichtübung der Freischicht übt hier an dem alten Sozialgebäude der alten Kokerei. Das Gebäude steht leer, bietet sich als Übungsobjekt optimal an. Hier können wir Leiterübungen durchführen, wir können das Gebäude verrauchen mit einer Nebelmaschine und können unsere Drehleiter zur Übung einsetzen. Einsatzleiter, komm mal bei mich bitte. So, was üben wir dann heute? Also wir üben jetzt um die Verqualmung im Sozialraum mit mehreren vermissten Personen. Momentan eine vermisste Person gefunden. Gleichzeitige Brandbekämpfung und der zweite Angriffstrupp geht momentan über die Steckleiter vor, um oben zu unterstützen. Jawohl, vielen Dank. Jede Woche wird geprobt. Die Werksfeuerwehr muss auf viele brenzlige Situationen vorbereitet sein. Jetzt auch ganz oben, dank der neuen Ausrüstung. Unsere Drehleiter, das ist unser ganzer Stolz. Wir sind jetzt in der Lage, in großen Höhen zu operieren, bis 30 Meter. Wir haben einen Monitor, ein sogenanntes Wenderohr, um eine Wasserabgabe in großen Höhen stattfinden zu lassen. Wir können hier oben mit einem Lüfter agieren. Und das Allerwichtigste ist, das ist die Person, die Menschenrettung mit einer Trage, die fest auf dem Korb montiert wird, sodass man in großen Höhen den Mitarbeitern helfen kann, wenn sie mal verunfallt sind. Viele Mitarbeiter sind zu Hause in der Freiwilligen Feuerwehr. Die Anforderungen auf der Hütte sind aber damit nicht zu vergleichen. Wir haben die beiden Hochöfen, die hohen Aggregate. Wir haben das Stahlwerk mit den zwei Konvertern. Und hier ist absolute Vorsicht geboten, wenn man im Einsatz ist. Und deswegen sind die Übungen auch sehr, sehr intensiv. Komm aus dem Fahrbereich raus. Ja, ab und ab. Alarmstimmung herrscht in diesen Tagen nicht nur bei der Feuerwehr, sondern bei der ganzen Belegschaft. Anna Barth will beim Betriebsrat eine Unterschriftenaktion unterstützen. Denn viele Stahlarbeiter bangen um ihren Job. Neben hohen Energiekosten durch die Energiewende machen der Industrie vor allem Importe aus China zu schaffen, die dort mit Dumpinglöhnen produziert werden. Ach, wir sagen, ja, für die Stahlarbeiter fordern daher von der Politik, den europäischen Markt mit Strafzöllen vor den Billigimporten zu schützen. Den CO2 auf null minimieren und in China ist alles andere egal. Das ist für mich eigentlich keine Strafe, sondern eigentlich die Aufforderung, Mensch, gebt doch euren chinesischen Kolleginnen und Kollegen auch mal ordentlich Geld, sodass wir diese Dumpingverfahren überhaupt gar nicht mehr brauchen, sondern dass der Wohlstand und die sozialen Standards auf der Welt gleich wären. Das wäre so auch mein Interesse als Gewerkschafter. Mir geht es doch nicht darum, die chinesischen Stahlarbeiter zu bestrafen, sondern die sollen vernünftige Arbeitsbedingungen haben. Und wenn sie die haben,
dann haben wir einen fairen Wettbewerb. Für den Erhalt der ganze 20.000 Demonstranten konnte die saarländische Stahlindustrie an einem Aktionstag im April mobilisieren. Natürlich war auch Anna bei der Demo. Das fand ich eine sehr wichtige Aktion und ich war mitten im Pulk drin. Das war ein sehr ergreifendes Gefühl. Alle standen hinter der gleichen Sache. Es lief vollkommen gewaltlos ab und sehr, sehr friedlich. Hier ist immer noch, man sagt, es ist Ushüt und alle halten zusammen. Stolze 1,2 Kilometer lang ist das Walzwerk der Dillinger Hütte. Hier werden aus den glühenden Brammen die fertigen Bleche gewalzt. Das Walzwerk ist der Arbeitsplatz von Bernd Spurg. Und das schon seit 1982. Ich habe hier im Walzwerk gelernt und die komplette Ausbildung hier gemacht. Und seitdem bin ich dann hier. Und wie gesagt, damals war hier dieses Vorgriff, diese Walze war noch gar nicht gewesen. Die ist gebaut worden. Und da bin ich damit groß geworden, von Anfang an dann hier. Die Anlage in Dillingen ist eine Walze der Superlative. Die Hütte kann hier Bleche bis zu einer Länge von 40 Metern walzen. Ja, da ist man schon sehr stolz drauf. Vor allen Dingen, weil wir hier ein sehr modernes Walzgerüst haben oder eins der modernsten der Welt immer noch und können spezielle Breiten bis 5,5 Meter Breite herstellen, wo sonst weltweit nicht hergestellt werden können. Die gewaltigen Kräfte der Walze kontrolliert Bernd Spurg quasi mit einem Fingerschnipsen. Ein besonderes Gefühl, aber vor allen Dingen eine besondere Verantwortung. Mit den Fingerschnipsen hat man hier Drücke bis 10.000 Tonnen und kann auch schnell was passieren. Und der Schaden kann sehr hoch sein. Wenn die Dillinger Hütte kein Problem mehr kann herstellen, verdient sie auch kein Geld mehr in diesem Moment. Der Walzer mag seinen Job auf dem Leitstand auch nach 34 Jahren noch. Er stellt immer neue Herausforderungen. Immer neue Techniken und man geht mit der Zeit damit. Es fällt einem vielleicht ein bisschen jung, sagen wir mal so. Man lebt damit, ne? Man identifiziert sich und man bleibt auf der geistigen Höhe auch mit der ganzen Technik, mit allem. Direkt neben dem Walzwerk fließt die Prims, mitten durch die Hütte. Mit ihrem Wasser werden unter anderem die Hochöfen gekühlt. Auch hier ist Frank Koch im Einsatz, der Feuerwehrmann und Jäger. Er ist nämlich auch noch der Fischereibeauftragte der Dillinger Hütte. Wir haben vor 3 Jahren eine elektrische Abfischung getätigt im Auftrag des Landesamts für Umwelt und Arbeitsschutz zusammen mit dem Fischereiverband. Wir zählten insgesamt 19 Fischarten. Das ist ein sehr gutes Ergebnis und stellt eigentlich die gute Wasserqualität dar. Ja? Das ist eigentlich ein Barometer. Gründlinge sind hier zu finden, Uckelei und so weiter. Alles Fische, die sauberes Wasser benötigen. Die Fische landen übrigens nicht im Hüttencasino. Fischen dürfen unter Kochs Augen nur Reiher, Eisvogel und Kormoran. Welche Arbeiten macht Koch am liebsten? Die Aktivitäten Jagd und Gewässer finden ausschließlich nach Feierabend statt. Ja? Ich gehe in meiner Mittagspause regelmäßig in den Wald. Das macht natürlich mehr Freude, als in der Stadt Kaffee zu trinken. Jeden Mittwoch hat die Metallographin Anna einen ungewöhnlichen Arbeitstermin. Dann untersucht sie kein Metall, sondern entlockt ihm bei der Probe der Werkskapelle Musik. Das ist schon sehr wichtig. Ich freue mich auch drauf, mittwochs in die Probe zu gehen. Das ist egal, wie stressig die Woche bis dahin war und wie stressig der Tag vor allem war. Auf die Probe freue ich mich. Das ist halt eine ganz andere Belastung, aber es ist entspannt. Gegründet wurde die Werkskapelle schon 1848. Früher durchaus üblich, ist sie mittlerweile bundesweit das letzte Orchester seiner Art. Die Kapelle tritt regelmäßig auf. Einmal im Jahr gibt es ein großes Benefizkonzert.
Anna Barth spielt Querflöte. Sie hat ihre Kollegen hier noch einmal ganz neu kennengelernt. Ich finde, das ist was Besonderes, weil man auf der Arbeit hat man eine sehr professionelle Ebene im Prinzip und das hier ist schon sehr kollegial, Musik verbindet. Das Repertoire der Kapelle reicht von Märschen bis hin zu modernen Stücken. Lokführer Fabian hat unterdessen das Endprodukt der Hütte geladen, Grobbleche. Rund 1300 Kilotonnen werden davon jedes Jahr in Dillingen produziert. Die Charge heute muss in den Hafen. Das bringt den 28-Jährigen auf seine Lieblingsstrecke auf dem Werksgelände. Wenn ich in den Hafen fahre, gefällt mir einfach, weil ich gern am Wasser bin. Außerdem kann er auf dem Weg zum Hafen auch endlich mal etwas Strecke machen. Einen Job bei der Deutschen Bahn, bei dem er noch viel weiter fahren könnte, kann sich der Lokführer dann aber doch nicht vorstellen. Nicht wirklich. Zu wenig Verdienst im Vergleich dann zu hier nochmal. Eher kommen die von der Bahn zu uns. Zurück zu Günter Kasper und seiner Maschine. Der gelernte Bäcker ist seit 37 Jahren auf der Hütte. Einen anderen Beruf kann er sich nicht mehr vorstellen. Es würde ja auch nicht passen, denn fast alle Kaspers sind hier Kranführer. Ich bin schon stolz, dass mein Sohn auch hier arbeitet und dass er auch in fast eine gleiche Sparte reingerutscht ist wie ich. Und mein Bruder oder mein Vater, das macht ihn schon stolz. Obwohl er jeden Tag Schiffe kommen und fahren sieht, Fernweh überkommt Günter Kasper in seiner Kabine dabei nicht. Man hat einen kameradschaftlichen Kontakt, sag ich mal, aber nicht mit allen Schiffen, nur mit vereinzelt. Die Möglichkeit hätte ich schon. Da sind auch einige Schiffe dabei, mit denen könnte man schon mal reden, wo man eine Tour so machen. Aber so richtig vor 4, 5 da oder eine ganze Woche weggefahren. Da bleibe ich lieber daheim bei der Frau, bei den Kindern. So, jetzt gehen wir Lader los, damit er das zusammenfahren kann. Das Schiff ist fast leer. Günter Kasper muss seine Kabine verlassen. Sein Becherwerk bekommt nicht alles zu greifen. Da braucht er die Hilfe eines Kollegen. Warum brauchen wir jetzt eine Lader? Damit er direkt zusammenfahren kann, damit das Schiff nachher auch alles sauber ist. Das müssen wir machen. Wir machen das Schaufel rein, damit die können nachher alles schön im Wasser noch ausspritzen. Auch wenn er fast immer alleine in seiner Kabine sitzt und nur wenig Kontakt zu anderen hat, was anderes als den Kran im Hafen zu fahren, will Kasper nicht mehr machen. Muss er auch nicht, denn bald hat er es geschafft. Die letzte Schicht auf dem Kran. Ich bleibe hier noch, bis ich kann zu Hause bleiben. Das sind wir so lang. Und das werde ich noch schaffen. Ein Jahr, denke ich, packe ich noch. Aber er sorgt sich. Kann auch sein Sohn einmal als Kranfahrer in Rente gehen? Ich habe Angst um die Generation an für sich, die noch mehr da sind. Dass sie das können nicht mehr so ausleben. Ihre Berufe, wo sie hier gelernt haben und alles. Ich denke doch, dass man das hinkriegt, dass es weitergeht.